weiß nicht, was ihr so gemacht habt heute, aber wir starten heute nochmal eine Aufnahme. Ich hatte letztes Mal ein bisschen leichte Tonprobleme, aber ich hoffe, das nimmt ihr mir nicht krumm, Leute. Drum schießen wir heute nochmal eins nach, ne? Hast du jetzt schon die Aufnahme betätigt? Jetzt läuft die Aufnahme, sehr verehrte Damen und Herren. Hallo. Und, keine Ahnung. Das erzähle ich ein anderes Mal. Oh, wir sind Top-Tier. Ne, ich will ewig was internes, YouTube-Beef, aber das lassen wir mal. Na ja, gut, gute Kari, kurze Analyse vom Österreicher. Der Ball ist rund. Nee, eben nicht. Sex. Ne, das ist keine Analyse, Pascal. Das ist Zustand. Was? Was? Oh, warte mal. Ei. Oh, was gab's denn heute Abend bei euch zu Abend? Oh ja. Kässpätzle? Bei mir gab's Kässpätzle. Sauerkraut, zweimal Wurstknödel und zweimal Krammelknödel. Oh, lecker. Mhm. Oh, wir haben einen echten Löwen dabei. Hallo. Ja, Krammelknödel, zwei Stück und zweimal Wurst. Ich glaube, Ellie ist weiblich. Ellie Shadow. Wir sind Top-Team, wir müssen noch was reißen, oder was? Ja, na, selbstverständlich. Die Verantwortung liegt auf unseren Schultern, sehr verehrte Damen und Herren. Ja, die Verantwortung auf großes Fan. Was? Was? Okay, wir sind viele hier auf der Zweier, wir müssen uns das holen da oben. Das ist eins, was ja, sicher klar ist. Ja, sicher bin ich mit der ziemlich so. Also. Zwei Autolotter pushen den Schaf. Auf der anderen Seite ist hier nichts, Mann. Oh, frag dich mal warum. Ja, weil da nichts ist. Punkt. Da ist Dreck. Und ich sagte zu Birgi. Also was ich genau sagte, weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich hab irgendwas aufgeklärt. Oh. Brandstift. Ja, ich bin ein kleiner Zünsler. So, einer ist ja, ganz cool. Oh, 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 jetzt muss ich aber mal einen Rückwärtsgang einlegen. Oh, mein Gott. Aua, das ist ein Boraske, Mann. Ein Boraske. Im 34 Uhr sitzt der Werner, also haben wir gewonnen. Der Werner. Nicht der Hans-Jürgen Dieter? Klausen? Nee, das ist der Werner. Oh, Werner ist ein guter Kollege, oder? Jo, der will halt, du hast schon was. Hm, musst du Kiel fragen, was er will. Mann! 440er! Du hast eine scheiß Gun Depression! Ist gebufft worden. 8 Grad, Mann, film es an. Ja, aber für mich reicht es immer noch nicht. 7 Grad, dann reicht Kiel immer noch nicht mehr. Nee. Chill gibt sich mit nichts. Für Wargaming könnte sich mal ein bisschen mehr Mühe geben, ne? Also ja, und die EBS werfen. Oh. Also die Heavys von auf der anderen Seite einfach durch. Kommt ihr mal mit, oder? Nee, ich werde zwei Basis verteidigen. Sonst werden wir gecapped. Oh, ich lade einen Heatclip. Er lädt einfach einen Hitclip und glaubt, das wäre cool. Ja, warte mal, gehst du Base Dev machen? Reicht das, wenn du das machst? Oder Buggy das? Ne, eigentlich nicht, aber ja. Na, sicher nicht. Aber ja. Aber nicht, aber ja. Come aber on! Ja, was ist denn das? Du hast schon keinen. Base Dev. Base Dev. Okay, ihr seht ein eskalierendes 140er. 7x51, damit da den Bock drauf von euch. Nö. Oh scheiße, da kommt gerade ein Heavy an. Ich eskaliere. T10 immer. Okay, ich fange mal den Clip vom Rogetto. Oh mein Gott, das wird intensiv. Oh yeah. Ne, Bros, also bis jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, ich auch. Also irgendwie habe ich enorme Verzögerung. So, hast dich jetzt entleert, du? Ja, habe ich. Ja. Wo ist denn der Rest von denen? Oh Gott. Das kann auch der Rest ist.
Das war nur ein Fehler. Ich hab dem Italiener was gegönnt. IS-5? IS-5, was ist denn das? Klingt wie ein Geschwür. Mach keine Witze über Geschwüre. Blood. Okay. Das 140er macht manchmal richtig Spaß, Leute. Wenn ihr mal ein bisschen Frust habt, packt's wieder aus. Das ist 140er. Ist ein guter Tank. Warum komme ich mit so einem schnellen Scheißpanzer überall zu spät hin, hä? Ah, vergiss es. Schönes Schlussbild hier mit dem 257. Oh, Daumen hoch dafür, Leute. Schaut mal. Schön, oder? Absoluter Dreckanzer. Und eine Scheißverbindung. Ob es der Computer ist, ob es der Router ist, ob es die Server sind, ich weiß. Oh, ich habe einen Auftrag abgeschlossen. Union 14. Sehr verehrte Damen und Herren, der Mann spielt seit 7 Jahren WOT, aber wusste 6 Jahre lang nicht, dass es solche Auftritte gibt. Ah ja, gut. Okay, für Stufe 10 und für schnellen Panzer ist jetzt meine Verbindung zu schlecht. Abugi, dafür, dass du so viel gepennt hast, vorhin hast du eine gute Runde abgeliefert, muss man schon sagen. Ja. Guck denn deine, wie sagt man denn dazu, jetzt Ex-Freundin auch zu? Guckt sie meine Videos noch? Okay. Frag sie mal. Keine Ahnung, ich meine, wenn sie zuschaut, kann sie gerne einen Kommentar da lassen. Okay. Da ist er. Sonst hätte ich sie jetzt gegrüßt. So einer ist er. Also einer meiner ersten Stammzuschauer, also mein Gott. Du grüßt also nur, wenn sie zuschaut. Aha. Ein bisschen respektvoll, dass du so einer bist. Na, ich bin doch Fame. Berühmtheit. Ich habe jetzt bald ein paar Abonnenten mehr. 100 hoffe ich bald. Da mache ich ein Abonnenten-Special. Habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Ne? Ja, hast du. Okay, was fahren wir jetzt? Warte mal, ich suche mal. Wir können auch mal eine Stufe 5 fahren. Also. Können wir machen. Musst du aber dann schon. Dann, ja. Wissen, wo der Jürgen seinen Harald hat. Jetzt will er auch noch wissen, wo der Harald seinen Dieter hat. Für alle, die sich übrigens, ja, wie sagt man, die Sehnsucht haben, warte mal. Nee, ich hab Bock zu campen. Sonst hätte ich den T34 mal genommen. Aber nee, Gott. Und sich fragen, wo die STB-1-Folge bleibt. Leute, es geht noch ein bisschen. Sie ist noch in der Produktion. Ne? Ihr müsst euch noch gedulden. Wir grinden ja gerade auf den STB-1, also manche von uns noch. Ne? Ja, manche. Es kommt irgendwann. Es gibt Menschen, die müssen schlafen, okay? Ja. Und dafür hat es noch überhaupt keine Gelegenheit. Nee, hat sich auch nicht. Ah, schöne Camper-Map für mich. Wunderbar. Dann gehe ich mal die Parkposition einnehmen. Ja, Lefart ist sehr unangenehm im Gegnerteam. Hat auch, zieht die Hose runter und einen Pfeil. Hat einen schönen Orden. Was ist denn das für ein Orden hier? Ja, keine Ahnung. Egal, wir killen ihn. So. Wo gibt's gute TD-Plätze? Da hinten. Okay. Da in dem Wald. Oi, Bruce, was hast denn du da drauf? Ein Schwert. Ein geiles Schwert. Unser wilder Bruce, ne? Fährt einen halben Tag nur T67, weil er seine Stats pushen will, aber das sei nur nebenbei erwähnt. Nein. Ach, Bruce. So. Bald gibt's die Weihnachtsboxen. Kauft ihr welche? Ja, Bugi kauft mir einen Haufen für mich, für ihn. Hat er leider kein Geld mehr, aber. Dafür muss immer Geld sein, übrig sein. Ja, ich hoffe, er ein bisschen schwarz arbeitet, damit er auch wieder für 50 Euro Bock. Alter. Weg! Das kann nicht wahr sein.
Entschuldigung, ich bin abgerutscht. Wir haben keinen Spot. Ich denke, jetzt super. Bruce, wir sind tot. Scheiß Sicht, Alter. Nee, ich mach das. Ich hab ne Schere dabei. Aha. Nee, genau. Dann schneide ich dir deine Hosen ab. Pass mal auf, du. Also machen wir gleich Schere, Stein, Papier, oder was? Warte, ich da, ich bin ja ein Profi, ich fäll mal ein paar Bäume. So. Ja. Komm ich gar nicht durch bei dem. Ah, da kommt schon der erste Patient, aber ich krieg das Rohr nicht runter. Ich hab meine gegeben und er so, das war nicht schlecht. Und ich sag's über zu mir. Und er so, nee, lass mal da sein. Ja. Oh, ja, der Leffer, der hat mir gleich nicht gegeben. Mon Dieu, so. Ich bin ein bisschen erkältet, sorry, tut mir leid. Okay, wir können wahrscheinlich gleich auf den KV1 oder den M6 wirken, damit nicht verschrecken, dass sie ein bisschen weiterfahren. Okay. Dass sie hier vorne zwischen die Häuser fahren und dann können wir so richtig schön... Panzerkampfwagen. Ja. Krieg ihn nicht rein. Steht der hinterm Haus irgendwo? Fuck, in dem Formane. Guckt ihr gar nicht zu? Nein. Sicher. Die hat's nicht mit Panzern. Oh, jetzt könnten wir ein bisschen Damage machen rechts. Der Bubis Freundin hat's ja auch nicht mit Panzern. Oh, jetzt fährt der. Immer wenn ich dann weiterfahre, fahren die Burschen vor, weißt du? Ich aim ein halbes Jahr drauf ein, ne? Ich bin offen. Ich hab ihn rausgenommen, Kiel, nur für dich. Du bist ein Schatz. Ich widme diesen Kiel. Kiel und seinen Backenzahn. Oh, du bist so gut. Kiel hat Schmerzen. Und habe ich Mitleid. Niemand sollte Schmerzen haben. Ich bin links irgendwie abgehakt wieder. Also die andere Flanke haben wir verloren, aber kein Problem. Ich bin abgehakt. Manchmal. Ja, kein Problem. Und wollen wir doch 100er Ping. Ah, super geil. Aber auf Stufe 5 ist es nicht so schlimm. Kerl, ich fahr vor. Ich brauche keinen Support. Ich bin bei dir. Das ist ein Running Gag für die Zuschauer unseres Kanals, sie wissen Bescheid. Ja, aber ich kann die Gandhi pressen. Kommt da nix? Ich kann da irgendwie auf ein paar Panzer blocken, aber ich check's nicht wirklich. Kriegt so ein Pixel rein. Yes. Left the incoming. Ja, bei mir auch. Hey, da von dir, Junge, ich bin schon geplatzt. Bäh. Hat incoming hier reingeschifft. Was soll ich? Ich jetzt einkühlen sollen. Wo wohnst du denn? Ich weiß nicht, warum das ein Problem sein sollte. Ja, in manchen sozialen Brennpunkten wird auch ins Bier gepinkelt, also. Ne? Ja, da muss ich mein Rot reinholen. Ah, oh, shit. Die war offen. Au! Oh, der hat sogar Heil geladen. Nur für dich, Sweetie. Der Jagdpanzer steht halt einfach da hinten, weil er da seit 5 Jahren steht, ne? Das ist so ein richtiger Horst. Ja, weiß ich was. Okay. Ich entschuldige mich bei allen Horsts. Du hast keine Ahnung, er hat Ahnung. Fertig, Punkt. Gut, Schuss. Und er war bei der Bundeswehr, okay.
kürzlich aus. Mein Gott, was ist denn das für ein Gekämpfe? Kriegt nix rein. Wo seid ihr noch, der Sack? Ja, sicher. Regelt es. Komm mit, wir holen uns die Klicker. Ja, warte, ich kann das schaffen, 40 TP. Und hier vor mir ist auch was. Hier, ist One-Shot. Sag mal Gold. HV1. Ja. Vielleicht macht der Arti das auch. Er steht hinter dem Schutthaufen. Ja, der geht immer wieder auf, weil er vorfährt, der Idiot. Und dann nehme ich ihn gleich raus. Viel Spaß. Gehst du 40 TP rein? Nee. Die bauen so ein Cat. Müsste ich ja nicht machen, oder? Oder Jagdpanzer. Oh, das muss ich nicht machen. Hier, okay. Oh ne. Ich hab auch keine AP mehr, Mann. Nee, ich hab so einen schlechten Ping, jetzt habe ich einen von 230. Ja gut, das Spiel ist irgendwie scheiße, aber gut. Das ist ein guter Zeitpunkt, um sich zu ersaufen. Das Gute ist, auf der Stufe cappen sie. Schade. Es gab nur eine Arti. Also ich kann beruhigt Prost die Schuld für diese Runde geben. Also, ja gut, du hast halt reingeschissen. Ja sicher. Boah, ey. So ein langweiliges Spiel hatte ich schon lange nicht mehr. Was erwartest du, wenn wir TD spielen? Ja, stimmt auch wieder. Ich muss dir mal ausnahmsweise recht geben. Wo ist er reingeschnitten? Ja, hast du ja noch. Noch wieder. Unsere Arti. Beethoven 7. Mhm. Mhm. Kennt ihr Beethoven 7? Ich kenne die 4. Ah. E25. Okay, wir hauen euch jetzt die TD-Scheiße um die Ohren, liebe Zuschauer. Ihr müsst jetzt mal durch. Ihr müsst ein bisschen runterkommen. Ihr seid so euphorisch immer. Mm-hmm. Wir müssen euch mal ein bisschen beruhigen. Es ist Wochenende, entspannt euch, guckt ein bisschen TD-Gameplay an und sagt, oh mein Gott. Wochenende? Ja, was Wochenende? Morgen ist Freitag. Das heißt nicht, dass es Wochenende ist, ne? Für mich ist Freitag schon Wochenende. Okay, ich spiele Stufe 7 und denke, er wird cool. Aber dann mein Ping so richtig scheiden. You're so fucking cool. Wir können ein bisschen musizieren zwischendurch, hä? Huh? What's love? Yeah! Was? Weiter? 3 TD. Emotion, okay? Ah, E25 super Hackett und das. Who needs a heart when a heart can be broken? Oh Gott. Oh. So. Oh, die Karte.
Na doch, ich weiß, was ich vorhab. Ich hab was vor. Und ich bin als Erster da. Obwohl, du weißt ja nicht, was ich vorhab. Doch. Du wirst da hinten rein. Ja. Naja, ich bin der Kleine. Oh, der Seher. Sie nannten ihn Seher aus Österreich. Genau, pilgert alle nach Österreich. Wie sind die Lottozahlen? Oh, das wärst du. Oh. Du, ein Millionchen wird mir schon reichen. Ganz ehrlich, ich brauche keine 40 Millionen. Mal die 6. Hm. Grundvoraussetzung ist, um da hinten zu farmen, dass genug mitkommt. Und es sieht ganz schlecht aus. Also die Tiger 2, was macht der da? Der hat eine Identitätskrise. Er denkt, er ist eine Arti, glaube ich. Und? Das ist der primäre Grund. Meinst du? Okay. Jetzt, ja, was macht der denn? Er fahr doch Tiger 2. Jetzt fahr doch mal! Weißt du, was er tut? Was genau, was er tut? Er hat einen deutschen geilen Tank! Oh Herr, vergebe ihnen, denn sie wissen genau, was sie tun. Das ist Hermann in seinem Tiger 2. Er hat seine Mutter verloren. Das ist Klaus Jürgen. Er war bei der Bundeswehr, ne? Er war bei der Bundeswehr, das kann man. Ja. Late Game Carrier, oder? Mach ein bisschen Licht in der Hose hier. Hab eine Suppe gefunden. Gut. Do it, Kay. Hermann, beweg dich! Hermann, du weißt, wie es läuft. Jetzt guck ihn dir an, der steht immer noch auf B2. Das ist Hermann, das ist Hermann in Ruhe, Mann. Ja, genau. Das ist Hermann in Ruhe. Lass den Hermann sein. Ja, V3, du bist kein TD. Ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber ist so. Nee, der ist jetzt einer. Haben die geändert. Ja. Echt? Ja. Der V3 ist jetzt tatsächlich offiziell als CD eingeordnet. Oh, okay. Aber man lernt ja nie aus, ne? Man lernt nie aus. Die ändern halt ab und zu sowas. Also. Oh ja, okay. Ja, ich gehe da. Die Badge, die hat ja auch eine super Panzerung, habe ich mal gehört vor ein paar Wochen. Bock. Oh ne, da kommt ein 28 Prototyp. Ich glaube, Hermann stirbt gleich. Obwohl, ich habe euch im Support, ich habe euch kurz gewonnen. Ach du Scheiße. Ey, ich bin TD, Mann, ey, was mache ich hier eigentlich? Tschüss. Nee. Hermann stirbt. Hermann muss sterben wegen euch. Hermann steht auf B2 und stirbt gleich. Das sieht mich gar nicht, Mann. Ja, aber da ist die Banze, das interessiert mich nicht. Oh Mensch, Hermann. Das interessiert mich auch nicht. Ja. Jo, jetzt werden sie euch überrollen und ich gehe mal meine Farmposition. Ach du Scheiße, wieso sagt denn alle? Wie sind denn das hier? Was wollen die denn alle? Genau. Sexy? Sex? Wollte gerade sagen, wahrscheinlich wollte ich Sex. Hättet ihr mal auf Hermann gehört? Hermann hatte es gewusst und ich Nuller hatte nichts zugehört. Ich hatte eine Nullerrunde, Burgen, du bist schuld. Interessiert mich nicht. Ja, mich auch nicht. Interessiert uns sich jetzt schon, oder? Sicher. Da, warte, ich flankiere den T28 Prototyp, ja. Dann haben wir noch eine Chance. Boogie! Ah. Ja, Boogie, du schaffst es! Oh Mann, was für ein Tiger! Oh, Boogie! Oh ja. Nein! Du darfst ihn nach hinten fahren. Ich hätte dir so. Ja gut, Opfer. Jeder muss Opfer bringen. Oh Mensch. Wenn Boogie nicht nach hinten gefahren wäre, hätte es überlebt. Ja, aber ich hab ihn nicht hinbekommen, weil er mich gestellt hat. Alright. Ich hab mich für Brust geopfert. Scheiß hast du gemacht, du Ficker. Weil ich hab mir gedacht, der arme Brust, sein Panzer darf keinen Kratzer kriegen. Das stimmt sogar. Boah, ist das eine scheiß Runde. Dann frag dich mal warum. Kiel, du musst meinen Arsch heiß, heiler halten. Heiß machen? Kannst du beides machen. Das war eine echte Drecksrunde, ich krieg einen Tagessieg auch eh nicht mehr. Oh Gott, Kerl. Wir hätten hier mal nicht im Stich lassen sollen. Badget im Arsch! Oh. Im Anmarsch, Entschuldigung. Oh! Kerl, jetzt hilf mir doch mal. Bin doch dabei, du Pflaume!
Beyond the Flame. Ah. Geil. Oh Gott, ich bin gleich blind. Ah, aha. Du machst das, es leben nicht mehr so viele. Du machst das schon, du machst das schon. Oh, Querschläger? Nee, 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 ich war's nicht! Du Blödmann! Knappes Ding. Ganz knappes Ding. Wir waren zu aggressiv und Hermann hatte einfach gefehlt auf der Flanke. Das war Hermann war da drüben wichtig. Nee, Hermann auf B2. Achso, der hat ein Fotoshooting gehabt. Scheiße, ich hab's vergessen. Der Hermann hat mit dem Jürgen telefoniert und hat ihn gefragt, was mache ich auf dieser Karte mit dem Flieger 2? Hermann stand einfach da, das ganze Spiel auf B2. Ist das ein Problem oder was? Nee, da merke ich übrigens auch immer, dass Wochenende ist. Den ganzen Hermanns unterwegs. Ich hab den Schuss abgegeben. Okay, dann laden wir den Dreck mal hoch. Also, wunderbares Gameplay. Nee. Wir machen jetzt mal eine Runde Tiger 2 und zeigen Hermann. Oder lade ich die ganze Nacht hoch? Ihr wisst ja, Leute, ich habe nur eine 8000er-Leitung. Aber wir können Hermann zeigen. Hermann, falls du dieses Video siehst, wir sparen jetzt Tiger 2 nur für dich. So, Hermann. Wo ist mein Tiger 2? Ah, ich habe sogar eine Besatzung drauf. Feldwebel, Eberstein und Unterfeldwebel. Oh, ist egal. Bei mir ist es Becker. Oberleutnant und Becker ist eine Frau. Unteroffizier Helden. Mein Gott, sind die Russen wieder kreativ gewesen. Die waren sehr kreativ. Okay, jetzt sagen wir Hermann, wie es... Ja, weißt du was? Ich suche mir den Nick raus und schicke ihm den Link. Ingame, weißt du? Oh mein Gott, die Verantwortung liegt auf uns. Wir haben das 7032 als Gegner. Tipps? Ja, aber wir sind Top-Tier und es ist nur eine Art, das heißt, wir können zeigen dem Hermann... Ja! Das auch für Klausuren. Weil der Turm vom Tiger 2 ist gebufft worden. Oh, so ja, stärker als der Turm vom 703, ja? Ja, wo kann ich den penetrieren? Hat ein Kupola? Nur für unsere Zuschauer, nicht für mich. Das sieht man doch, Mann. Muss er lachen. Die zweite Gunmark, Leute. Das ist so, schon enttäuschend. Der Hermann hat bestimmt die zweite Gunmark, okay? Triple Tiger, Faust, ja genau, yes! German! Wir zeigen jetzt auf die Power! Nicht oh, auf. Da hab ich mich jetzt aber ausgehängt, du! Hey Jungs, jetzt will ich eure beste Performance sehen, wir machen uns keine Schande. Ja, die Schande steht im Gesicht. Okay. So Leute, konzentriertes Gameplay, Absprache, wer wo piekt. Frontshots rausnehmen und dann Muni Blau. Okay, let's go. Mich machen sie gar nicht auf, weil ich ein geiles Rentier bin. Auch wieder so. Ja, das ist Level 6. Da kommen sie, die Burschen. Na, da kommen sie doch. Kommen sie doch hoch. Wo hat er mir denn reingepumpt? Also die AT hat schon mal. Ja, Tiger 2, geh nur, du. Geh nur. Oh, da ist noch ein kleiner Skorpion. Into the action. Oh, ich krieg Spot dafür. Gute Arbeit, Boss. Ja, ignorischen Panzer beschädigt. 703, bist du drauf rechts auf dem? Ich bin ja, in der Mitte. Ist dürfen die Gold laden, Boss. Wie lange? Da hinten ist ein ES, aber der stellt ja keine Bedrohung da. Nee. Oh, die Art hingegen schon. Ja, die Art, die hat den Skill. Das muss man auch mal so konzentrieren. Ja, die will noch nicht, ne? Die hat bestimmt die will zwei. Ich und. Zwei. Das ist schon Skill, ja, wo ist hier Skill? Das eine verlagert sich rüber. Das ist deins, gell? Nee, lieber nicht, Bruce. Halt und vergiss es, kein Bock. Jeder kriegt sein 703, okay? Ja. Nee, warum hab ich hier zwei? Dann hat das rechte schon angeschaut. Ich will das rechte haben. Also hol dir's. Ich muss die Mitte halten. Oh, jetzt pushen sie da unten im Dorf. Ey, Kacke, ich hab keine Ahnung. Ich muss dieses, ich muss jenes. Ne, muss mal das muss halt sozusagen, aber steht 4-1. Das stimmt mich gar nicht. Oh ne, er kommt schon wieder, das ist im 03. Okay, das ich mach jetzt einen aggressiven Move. Oh scheiße, bereue ich jetzt schon. Oh ja, sicher. Nein, Pugi, tu was. Oh. Nee, ich tue gar nichts. Ach, die Gun Impression reicht nicht ganz im Tiger 2. Jetzt kommt der 45er.
Den müsst ihr schaffen, den 45er. Come on, Baby. Wir schaffen das. Houston, ich habe ein Problem. Houston. Problem. Ach Gott. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht greedy werde auf diesen Pudel. Der ging nicht gut, natürlich nicht. Kann ich zum anderen. Ich fahre zum anderen 703 runter, okay? Ne, machst du nicht. Doch. Nee? Ja, der ämte sogar hin, Mann. Nein! Wo hast du gedacht, dass er hinmähnt? Zu dir? Vielleicht? Mach doch. Geil, guter Typ. Warum kann der Bruder mich in die Seite? You know what I mean? Ja, weil eine 703 gerade penetriere. Ich bin nicht mehr auf Pudel drauf, Vorsicht. Ja, hab ich schon gespürt, hat mir das mal nicht Lager gezogen. Aber dann geh zurück, lass dich zurückfahren, komm. Oh, der ist One-Shot. Man hat dich schon mal geschossen, oder? Ich versuche den Pudel zu bearbeiten. Ja, genau. Wir sind im Dorf hier. Er hat meine Kanone kaputt gemacht, Mann. Ja. Warte mal, ich fange mit denen, okay? Okay, jetzt schau mal den Pudel. Nee, das 703 first, okay? Ich fahr jetzt hinten rum. Ich fahr rüber. Mir viel Spaß. Ja, der hat noch immer Sex mit mir. Problem, oder? Hier sind die jetzt 5. Oh, scheiße. Ja, ja, ich wollte ihn einfach pushen. Ich hab keinen Bock mehr gehabt. Aber das müsst ihr schaffen, Jungs. Ach, ich dachte, wir müssen das schaffen. Doch, German Power. Auf geht's. Fast aus. Habt ihr alles repariert? Sehr schön. Die ja, TS5 ist noch recht voll, ne? Ach, ich hab. Du schlägst Treffer. Ah, die wird gleich wieder nachgeladen. Yeah. Dann sagt sie wupp wupp. Wupp wupp wupp. Ah, oh, unser Stritz hat gemerkt, dass er sich verlegen kann. Toll. Fritz weiß, wie es läuft. Sehr schön. Was ist denn TS5? Das ist noch irgendwo eine IS, denkst du von mir? Ah, der hat 400er Alpha, glaube ich. Nee, das macht bei mir keinen Unterschied. Nee, nicht wirklich. Was? Ja, links von euch, was macht das? Ah, Boogie schafft das. Über die kleine Kanone oben. Ist der nicht sogar schneller nach? Den Boogie kann man mal allein in die Stadt schicken, wie schafft er. Da spielt dem nicht komisch, aber. Okay. Oh, ja. Nein! Bruce! Kamikaze. Oh Mann. So, ich rette unsere Arti. Und oh, wo das da drüben. Das geht jetzt, meine letzte Heldentat war jetzt nicht so vorbildhaft, aber deswegen haben wir, denke ich, gewonnen, weil ich über den Hill gefahren bin. Ich habe die Schüsse auf mich gezogen, logischerweise. Kurze Frage an Kiel, wo sind seine Kills? Ja, das Replay geht jetzt an Hermann. An damit Hermann was lernt. Dass Hermann weiß, man kann doch mit Tiger 2 und als Bundeswehrveteran gegen russische Doppelrohrkanonen bestehen. Hm. Weil man noch einen Full AP Tiger hat, der rüberfährt. Egal. Ach Leute. So ist das Leben. Also ich versuche das mal hochzuladen heute Abend. Und dann hoffe ich mal, dass die Soundprobleme behoben sind. Also, Jungs, sag noch Tschüss. Ciao. Oder bis dann. Bis zum STB1. Ne? Ciao, ciao.